Nahe der Ranch. Ohne diese Maske kannst du ihre Seele nicht retten. Bis dahin darfst du hier nicht vorbei. Hehehehe. Genau, und dafür brauchen wir jetzt. Die. Gamarus Maske brauchen wir jetzt. Garus Maske. Genau, die schätzen wir mal auf. Und reden. Achso. Jehehe, was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der einst von den Zinnen des verwunschenen Schlosses spähte. Damit sollte es möglich sein, die wandernden Geister seiner einstiegen Gefolgschaft herbeizurufen. Heiliges! Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Jehehe. Gut. Okay, der verschwindet jetzt, das ist mir recht. Und wir können uns an dem Baum hochziehen. Sehr schön. Ja, danke schön. Ja, du wurdest verhext, du kannst dein Schwert nicht mehr ziehen. Ich könnte jetzt die Hymne des Sturms spielen und wäre dann wieder entflucht, aber Schwert brauchen wir jetzt sowieso nicht. Wie kann man überhaupt verflucht werden, dass man sein Schwert nicht mehr ziehen kann? Sind dann die Arme gelähmt oder ist das Schwert irgendwie festgewachsen? Ist auch mal wieder so eine Zelda-Logik. Naja, egal. Und wir sind hier im Ikana Canyon. Sieht doch ganz, ganz nice aus hier. Mit Zombies und allem, das ist ganz reizend. Es wird uns auch ein paar Mal die Vieh zuquatschen, dass hier komische Geister rumschwirren. Da müssen wir die komische Maske. Genau, hier zum Beispiel. Da müssen wir die Maske aufsetzen. Dann kommt so ein komischer Ninja und den müssen wir besiegen. Und dann bekommen wir irgendwas. Oder keine Ahnung. Ein Herzteil auf jeden Fall nicht. Verkaufst du blaues Elixier zufällig? Dämonen, ja. Hm? Was? Was? Wie viel brauchst du? Wie viel will das? Wie viel will der? Ah, jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Ich glaube 100 Rubine. Ja, der Fluch ist doch schon vorbei. Also, was will er denn? Okay, schaue ich mal, dass ich 100 Rubine organisiert bekomme. Wir brauchen jetzt einmal noch die Eispfeile. So, dass wir da rüberkommen, oder kann ich mich da irgendwie mit dem Fanghaken rüberziehen? Das nicht. Anscheinend nicht. So, und hups. Und hups. Und hups. Perfekt. Und dann ziehen wir uns hier hoch. Und dann sind wir auch schon oben bei den. Ja, bei dem wichtigsten Ort überhaupt. Meine Katze ist gerade voll am Durchdrehen da draußen. Weiß ich jetzt auch nicht warum. So, wir aktivieren einmal die Eule. Damit wir hier uns wieder hierher teleportieren können. Teleporten, dass wir uns wieder teleporten können. Oh, da oben sind Zombies. Das ist richtig übel. So. Gut, wir haben Zombies, wir haben Mumien, wir haben alles hier, okay. Alles klar. Ja, den Eisenprinz haben wir ja besiegt. Den Ikana Canyon haben wir hier. Und jetzt genau, jetzt müssen wir das hier machen. Okay. Okay, gut. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, ich spule auf den nächsten Tag vor. Also auf den nächsten Morgen meine ich. Also auf den zweiten Tag. Ja, wie auch immer. Bla bla bla. So. Und dann sind wir hier. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden.
Jetzt hören wir auch zum ersten Mal die Musik. Und ja, ich muss mal ganz kurz nach meiner Katze schauen, weil die ist da draußen gerade voll am Durchdrehen. Sorry Leute, dauert nur einen ganz kurzen Moment. So, da bin ich auch wieder. Ja, schlimm mit der. Okay, du hältst den Mund. Ja, wir brauchen jetzt... wir brauchen jetzt... die Musikbox hier. Ja, dazu müssen wir... Heiliger, ich habe hier schon so lange nichts mehr gemacht. Ich kenne gar nicht alles auswendig und jetzt werde ich nochmal ganz kurz weg sein. Ja, glaub schon. Vielleicht muss ich auch jetzt gerade mal die Aufnahme unterbrechen. Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall schießen wir erstmal den Dingeldangel da runter. So. So, Moment. So, da bin ich auch wieder da. Meine Mutter ist gerade heimgekommen und deswegen war die Katze jetzt am Rumspacken. Aber da ist jetzt wieder alles unter Kontrolle. Ihr habt doch hier gerade eben Feuer gehört. Verarsch mich doch nicht. Wieso greifen uns denn ständig so hier? Solche behämmerten Raben an. Okay. Mann, halt doch jetzt mal die Goschen. Das nervt fei. Mann. Okay, wir müssen jetzt da hinten in die Quelle rein. Die, wie wir sehen, ausgetrocknet ist. Höhle der Quelle. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. Ja, da weiß jetzt, was ich von halt. Ich gehe trotzdem rein. Boah, sieht ja wirklich angenehm hier aus. Was ist jetzt? Hilfe! Nein! Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Ach, da ist er doch schon, der Bruder von dem anderen, der Dur. Und wir sehen, der ist böse. Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die Dur, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Ah. Und ihr seht, wir verlieren jetzt immer wieder Energie. Auch wenn wir gar nichts machen, aber wir haben ja unsere heilige Melodie. Und befreien uns ganz schnell von diesem Fluch. Und befreien den Geist und befreien alles. Was ist das? Dieses Lied? Nein, das kann nicht sein. Dieses Lied.
Auf einmal ist auch die Quelle gereinigt, alles wieder normal. Und das Wasser steigt wieder an. Und damit fließt der Fluss wieder. Und das Wasserrad wird jetzt da angetrieben. Und wir hören gleich eine schöne Musik, hoffe ich. Falls es nicht wieder verbuggt ist. Ah. Da, 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 da. Und wir sehen schon, die Zombies bekommen jetzt das kalte Grausen und gehen elendig zugrunde. Stirb, Zombie! Voll ins Wasser da, voll Grundwasserverseuchung, ey. Ja, und die Zombies verabschieden sich natürlich mit einem riesen Erdbeben. Ja, haben wir es jetzt auch bald mal. Ah. Es hat sich was getan. Moll, mein geliebter Bruder, vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könne wieder auferstehen. Du, der die Toten nicht fürchtest. Der du die Toten nicht fürchtest, so. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten, so geh zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. So höre nun. Ich, der Einzigste, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen als einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Okay. Alles klar. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Maske, um in die Ruinen reinzukommen. Und wir bekommen dann auch noch ein neues Utensil. Ah, jetzt erstmal die schöne Musik hier. Ja, das ist Wasser. Aha. Das kennen wir ja immer nicht. Nein, weg, 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 weg. Und dann voll gechillt durch die Tür. Okay, wir gucken erstmal zum hässlichen Mond. Ja, da ist okay, alles klar. Öffnen. Nisch. Na gut, dann verziehe ich mich mal wieder. Und zwar verziehe ich mich hierher. Jetzt müssen wir gucken. Das Mädchen kommt nämlich jetzt gleich wieder raus. Und dann müssen wir ganz schnell reinrennen. So lange könnt ihr mal die schöne Musik hier genießen, da ich auch gar nicht weiß, was ich jetzt groß erzählen soll.
So, ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu lang. Ich werde die ganze Sache mal ein bisschen beschleunigen. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch was bringt, wenn ich jetzt die Zeit beschleunige. Aber soviel ich weiß, müssen wir jetzt hier im Wasser stehen bleiben. Und wenn das Kind wieder rauskommt. Ah, jetzt. Genau. Die verzieht sich jetzt nämlich nach da oben. Wir warten mal, bis die ein bisschen weiter weg ist. Und gehen dann hinein. Uah, eingebrochen. So, wo sind die Schätze? Muss ja auch wunderbar sein, hier zu schlafen, wenn es die ganze Zeit Ding-Ding-Ding macht. Das ist schön, wie die Musik ist, aber irgendwann geht es einem doch immer auf die Nerven. Aber wenn es die Zombies weghält, naja, was will man machen? So, wir sind hier im Keller. Jetzt ganz wichtig, ihr dürft auf keinen Fall jetzt euer Schwert ziehen. Ich werde jetzt mal hier ganz kurz mit dem Emulator speichern und mal zeigen, was dann passiert. Wenn wir jetzt hier an den Schrank gehen. Was? Zombie? Stirb! Fahr zur Hölle! Hör auf! Wer bist du? Was hast du in den Häusern fremder Leute zu suchen? Nicht, ich bin's, Pamela. Geh weg, vergiss alles, was du hier gesehen hast. Und geh weg. Ich will aber nicht. Als wäre mir rausgeschmissen, nämlich. Ich bitte dich, bitte vergiss, was du hier gesehen hast. Lass uns in Frieden. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns. Ich will rein! Wieder rein lässt, deswegen habe ich abgespeichert. Jetzt lade ich mal kurz den Spielstand. So. Und jetzt dürft ihr nicht euer Schwert ziehen, weil ihr habt ja gesehen, was passiert. Und ihr seht schon, das ist gar keiner, der ist irgendwie befallen oder so. Zieht ihr uns eigentlich Energie ab? Nö. Ach so, wir dürfen den. Okay. Wir dürfen dem nur nicht zu nahe kommen. Weil das Kind auf einmal weiß. Okay, ja. Alles klar. Ja. Wir spielen jetzt einfach das Lied der Befreiung. So. Zack. Und wir sehen's. Es ist ein normaler Typ, der irgendwie befallen worden ist. Vater! Vater! Pamela! Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt, nur einen kleinen bösen Traum. Pamela. Ach, wie rührend. Und wir bekommen die Maske hiermit. So, eine weitere Maske. Du hast Gyptos Maske erhalten. Einst saß diese abstoßendes Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen seinen hält. Ja, genau. Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen unsensibel. Ja, ich weiß, ich muss ja auch immer Gegner kaputt machen und alles. Naja, gut. Ja, die gibt es anscheinend studiert und herausgefunden, wenn man die mit dem Zeug da bedudelt, dass die da das kalte Grausen kriegen und sich verziehen. Okay, gut. Hier haben wir fertig. Wir gehen weiter. Und zwar gehen wir jetzt in den Brunnen.
Ja, wie im ersten Teil gehen wir wieder in den Brunnen. Und beim Dingeldangel hatten wir die Karte schon. Naja. Okay, auf jeden Fall. Wir ziehen ja weiter. Wo ist denn eigentlich wieder dieser bekloppte Brunnen? Ja, du kannst mich mal mit deinen Geistern jetzt gern haben. Wir springen einfach. Nein, okay. Nee, wir springen einfach runter. Bang. Oder auch nicht. Und ja, wir brauchen jetzt Gyptos Maske. Wir brauchen noch blaues Elixier. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Und zwar Ruinen von Nikana. Da müssen wir hin. Und ja, es gibt jetzt hier solche Tauschgeschäftchen. Wir brauchen das blaue Elixier da. Führt kein Wasser dran vorbei. Weißt du, dann besorge ich doch noch gleich ein bisschen kaltes Wasser. Fisch, Nachtschwärmer. Milch. Okay. Ich gehe jetzt Wasser besorgen nochmal. Und Geld. Wasser kann ich hier, genau, das kann ich ja bei den. Bei den. Quellleuten da besorgen. Nee, bei den Braubräuereien. Ach, nee, das stimmt. Ja, egal. Okay, nee, ich habe jetzt gerade ein bisschen einen umständlichen Plan gemacht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal in die Sümpfe des Vergessens. Sonst vergesse ich mich noch. Nee, ja. Gut, okay. Da kann ich ja da hinten bei der Hexe das kalte Wasser abzapfen. Dann haben wir schon mal kaltes Wasser. Weil da unten gibt es nämlich jetzt die lauter